Willkommen zurück im Männerparadies von Let's Play Tales of Symphonia. Ich werde nochmal versuchen, diesen... Da steht einer. Orson. Du bist Preseer. Mr. Wells? Ihr habt Preseer hergebracht. Was? Wolltest du nicht, dass wir sie aus Rosette wegbringen? Aber das ist... Das ist was? Nicht. Übrigens, kannst du verstehen, was ich sage? Ja, Lloyd und die anderen haben mich gerettet. Also, hast du bemerkt, wie viel Zeit vergangen ist? Ja, ich habe meinen erwachsenen Körper und meine Kindheit verloren. Es tut mir leid, dass ich dich aus dem Dorf gejagt habe. Das macht nichts, was sie gesagt haben, stimmt ja. Preseer hat keine Verwandten mehr. Keiner von ihnen weilt mehr unter uns. Bitte nehmt euch ihre an. Aber natürlich. Preseer ist unsere Freundin. Und wäre Mithos nicht da, wäre ich auch total geil auf sie. Verstehe, bis später. Das ist toll, Preseer. Jetzt versteht er dich wenigstens ein bisschen. Ja, Wells, er war früher so klein. Hast du was gesagt? Ach, nichts. Preseer erhält den Titel Reifes Kind. Das sollte Helos nicht zu Gesicht, zu Ohren kriegen. Oh, okay. Genug herum... Scheiße, ich habe vergessen, meine Uhr zu starten, mal wieder. Es ist noch so ungewohnt für mich, mit Uhr zu spielen und, ja. Ihr wisst genau, wie langsam diese dämliche Elementarin ist. Ja, ich habe irgendwie Probleme mit diesem Namen. Lizareno-Gesellschaft oder so ähnlich. Keine Ahnung warum. Es ist einfach so. So, ich habe mich dazu entschlossen, so was Sidequests angeht, ein klein wenig, wenn ich mal Lust und Zeit dazu habe, Präsidentenbüro, mal ein bisschen nachzugucken und so weiter. Weil ich möchte schon so zumindest ein bisschen was nebenher auch noch abdecken, auch wenn die Story an und für sich alleine schon lang genug ist. Ist ja alles in Ordnung? Was die Geschäfte angeht, ja. Aber jemand hat versucht, in die versiegelte Ex-Firmine einzudringen. Wir glauben, dass das Wallys Werk war. Glücklicherweise konnte er sich keinen Zutritt zum Herz der Biene verschaffen. So scheint es. Aber wir können sicher sein, dass es solche Probleme nicht mehr geben wird. Wally ist tot. Sind Sie sicher? Anders ausgedrückt, Alicia wurde das durchs Regal passieren erreicht. Verstehe. Das sind gute Nachrichten. Sind Sie hier, um mich darüber zu informieren? Nein, ich habe etwas zu erledigen. Ich möchte mir die Aufzeichnung zu den letzten Minenoperationen anschauen. Bitte öffnen Sie die Tür zum Archiv. Die Dokumente, die sich mit den jüngsten Minenoperationen beschäftigen, sind im linken Raum des Archivs im ersten Stock. Ich verstehe. Dankeschön. Worauf ich hinaus wollte, ich habe mich dazu entschlossen. Ich hoffe, dass ihr damit nicht so große Probleme haben werdet. So Sidequests mich so ein klein bisschen, wenn ich denke, das ist mal Zeit dazu, mal ein bisschen dazu nachzustimmen, was es da so gibt. Storymäßig, nein, never ever. Ich werde mir nicht zu irgendwelchen Main Dungeons oder sowas durchlesen oder sowas. Das ist alles blind. Der letzte Zirkun im Transport war. Jetzt gerade. Was? Nun, was haben wir denn hier? Kuchinaba Sensei Sama Simonsakun! Der Patriarch ist weg. Wally ist tot. Warum solltest du dich uns noch in den Weg? Stellst dich uns noch in den Weg? Das ist wegen mir, nicht wahr? Natürlich, es ist deine Schuld, dass meine Eltern und zahllose Bewohner unseres Dorfes sterben mussten. Deine Brüste waren zu schwer. Und dass unser Oberhaupt seit 10 Jahren im Koma liegt. Es tut mir leid. Und du denkst, mit einer Entschuldigung ist es getan. Ich werde dir niemals vergeben. Kuchinaba Sensei Sansama, wenn ich es bin, die du hast. Gina, wenn du dich selbst opfern willst, werde ich dir das niemals verzeihen. Nein, ich bin die du hast. Wir sollten ein Duell austragen, so wie unsere Regeln es vorschreiben. Glaubst du wirklich, du kannst mich allein besiegen? Und, nimmst du meine Herausforderung an? Also gut, sollen wir es hier und jetzt entscheiden? Wir folgen den Regeln und kämpfen auf der Insel der Entscheidung. Bist du einverstanden, Lloyd? Es würde wohl keinen Sinn machen, dich aufhalten zu wollen. Danke. Ich werde dich auf der Insel der Entscheidung erwarten. Warte, gib uns das Dokument zurück. Dies ist das Pfand, mit dem du gegen... damit du gegen mich kämpfen wirst. Colette könnte sterben, wenn du es uns nicht gibst. Ich gebe dir dies stattdessen. Was ist das? Korinths Andenken. Sehr gut. Erscheinst du nicht, werde ich diese Glocke zerstören. Gina, ich weiß, wie viel sie dir bedeutet hat. Es tut mir leid. Ist schon okay. Ich muss ihn nur besiegen. Ich werde nicht mehr weglaufen. Die Insel der Entscheidung erreicht man von mir so aus. Können wir später dort auch vorbeigehen? Aber zuerst müssen wir das Zirconium finden. Colettes Gesundheit ist wichtiger. Yeah, gut. Uff, badadabadadabada. Wo ist das Zirconium? Die Aufzeichnungen belegen, dass die letzte Fuhre an das Königliche Forschungsinstitut in Sübak ging. Okay, lasst uns gehen. Lass uns schon wieder irgendwo anders hin. Geh nach hier, geh nach da. Sippert, ist mehr weglaufen. Verdammt.
Was willst du? Bist du etwa in China verliebt? Du kleiner Wicht. Nämlich würde ich, hätte ich jetzt nicht nachgelesen, dass ich das jetzt machen kann, würde ich das nämlich jetzt nicht tun. Also wieder in das obere Stockwerk gehen und mit Präsident Shin, ich meine, dort. Ich verstehe. Oh Gott, wir haben nicht nochmal gesprochen. Ich verstehe. Sie haben verloren mit ihren eigenen Händen. Ich bin sicher, auch Alicia ist glücklich. Nein, Alicia wäre darüber sicherlich nicht glücklich. Auch wenn meine Rache gestillt ist. Alicia wird nicht zurückkehren. Alles, was bleibt, ist Leere. Und mein neuer Titel! Der Sünder! Okay, das war's soweit, glaube ich, was wir hier erledigen können. Deswegen fahr ich jetzt in den Erdgeschoss und vom Erdgeschoss... Ja. Ich denke, ich werde das Ganze abkürzen und werde euch dann jetzt gleich in Sübak wieder treffen. Bis gleich. Ja, ausgezeichnet. Wir sind wieder in Sübak. Und es kommt uns natürlich exzellent entgegen. Moment, ich spreche mal kurz mit dem hier. Gutes Zeugs. Okay, mir passiert noch nichts. Gut. Also merkt euch das für die, die sich das wirklich regelmäßig angucken, für später. Deswegen, das ist einer der Gründe, weswegen ich auf die Dringlichkeit, dass man hier irgendwie, um was Sidequest-mäßig teilweise wirklich was relevant ist zu erreichen, auf eine Lösung tatsächlich angewiesen ist. Okay. Ah, Auserwählter, bitte vergib mir. Was? Ich habe gehört, dass ein 3 Meter großer Engel vom Himmel herabgestiegen ist und all jene verschlungen hat, die sich dem Auserwählten in den Weg gestellt haben. 3 Meter groß? Verschlungen! Mann, ich wusste ja gar nicht, dass es solch furchteinflößende Engel gibt. Blond! Sie ist nicht gefärbt. Dieses Mädchen mit dem Kuschelskristall verschlingt doch nicht etwa auch Menschen. Macht euch nicht lächerlich. Ich vertraue dem Auserwählten wirklich und ich sollte daran denken, Uhr wieder zu starten. Ist so gut. Ist nur noch von dem Zirconium, da, das ihr von der Lysiana Gossessa gekauft habt. Zirconium, ja, da ist noch etwas. Könnt ihr etwas davon haben? Natürlich, es befindet sich im nächsten Zimmer hinter dieser Tür. Überall liegen Bücher herum, aber ihr solltet es trotzdem gleich finden können. Warum lagert man das in der Bibliothek? Ich lasse die Tür unverschlossen. Ich vermute mal, wir haben von dieser hier gesprochen, also muss hier hinter das Zirconium sein. Hier ist aber kein Zirconium! Vielleicht hier hinter. Wäre die einzige Möglichkeit... Ah, cool! Aha! Hier könnte... Ah, sehr gut, Zirconium. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt eventuell wieder dieses komplette dämliche Institut hier durchsuchen. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Ich werde hier nicht wieder alles durch... Ich werde nicht wieder durchpesen, außer vielleicht mal offscreen neue Zutaten für Zeugs zu holen. So, wir haben das Zirdingsbums, Zirconium. Das heißt, es fehlt noch das... Wie nennt sich das? Dieses Mana-Blatt-Zeug, was wir in Heimdall kriegen, was ja eigentlich dann der nächste logische Schritt wäre. Aber noch nicht ganz. Ich werde euch in Sylvarand wiedersehen. Bis gleich. Genauer gesagt, wollte ich noch einmal nach Triet. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte hier, als ich diesen komischen Baumdings-Bebönks gesucht habe, hier mit dem geredet, ich glaube, das warst du. Ein gigantischer Wurm ist in der Triet-Wüste erschienen und hat Reisende angegriffen. Wenn ihr durch die Wüste geht, solltet ihr auch vorsichtig sein. Oh, ich bin mal gespannt, ob noch andere Bewohner dieses Platzes etwas dazu sagen können. Hallo Kind, pinkel bitte nicht herein, da müssen andere Leute draus trinken. Ich bin der Wächter der Oase, was ist kostbar in der Wüste? Ach, das hatten wir schon. Vielleicht der Hundebesitzer mit seinem komischen weißen Kringel auf dem Kopf. Es gab einmal einen Priester der Kirche von Martell, der in den Triad-Ruinen ein verfluchtes Schwert mit einer bösartigen Aura fand. Er versuchte die Wüste zu durchqueren, um es an einem unzugänglichen Ort zu versiegeln. Aber an einem Ort, oder? Haben wir wieder verlesen? Egal. Aber er wurde von einem riesigen Monster überfallen und gefressen. Allerdings ist das wohl eher eine Legende. Nein, sicherlich nicht. Lebensmittelgeschäft Wüstenruder. Okay, kein Bedarf. Auch mal sehen. Hast du noch was zu sagen? Hallo, Sternat von Sylvarand. Ach je, ich fühle mich geschmeichelt. Was? Ich habe keinen Platz mehr für Wasser des Lebens? Wird Zeit, mal wieder was zu verbrauchen, oder? Okay, ich hoffe, das war jetzt genug. Ja, ich habe was gelesen. Es sollte offensichtlich sein, dass sich das hier um die Queste mit den verfluchten Waffen, die dieser Abysschen sucht, zu tun hat. Ja, ich habe mir gedacht, ich würde die ganz gern machen, die Sidequest, aber ich werde diese Sidequest nicht mit Hilfe einer Lösung machen. So. Dadurch ist jetzt hier, soll jetzt hier dieser Dings aufgetaucht sein und er startet einen Kampf gegen Dion, den Wüstenplanetenwurm. Oh, wow, mein Gott. Was für ein blöder Saftwurm. Ich hoffe. Boah, was für ein fieser Wurm. Mein Gott, der hält aber auch noch verdammt viel aus. Moment. Wow, was macht der da mit Genis? Du Postbote. Halt der Genis. Halt meinen Lieblingsfreund, den Genis. Moment. Kann das sein, dass der...
dass der Typ auch gegen sämtliche Elemente gefeit ist. Also zumindest, mein Gott, der hält aber verdammt viel aus. Ich sollte vielleicht schlecht eine Art Bosskampf. Ich will, du machst mal ein magisches Auge auf den hier. Okay, doch nicht so viel, aber... Ja, okay. Er ist nur empfindlich gegen Wasser. Okay, das ist jetzt auch scheißegal, weil der ist so gut wie hinüber. Dun! Sieht aus wie eine der Waffen der Finsternis. Was macht sie hier in Silverrand? Seelenfresser. Mit Zuckerglasur und Seele. Ich koche mal was. So, wir haben was gekocht. Verdammt, ich habe was vergessen. So, ich treffe euch wieder in Tethiala. Bis gleich. Und zwar hat die gute China ja noch ein Duell offen. Mit ihrem Schlangenfreund. China, Kutschnabe, erklärte er, hätte dich zu einem Duell herausgefordert, unter der Bedingung, das Dorf zu verlassen. Ja, ich weiß. Was ist passiert? Kuchinawa hat Tigers Befehle ausgeführt und als Verbindungsmann zum Forschungsinstitut in Tokio fungiert. Warum will er gegen dich kämpfen? Vizeoberhaupt Tiger ist verärgert. Er meint, persönlich ist sein Spiel. Ich will dem Vizeoberhaupt alle Details schildern. Ich brauche mehr Details. Das ist nur ihre Meinung. Dann gehe ich auch mit. Als Kuchinawas Bruder habe ich schließlich das Recht dazu. Ja, Lloyd, du kommst auch mit. Was? Okay. China steht auf Lloyd, aber Marcellus. Egal, jetzt verdient die Sau. China, was ist passiert? Kuchinawa wünscht gegen mich zu kämpfen, um seine Eltern zu richten. Also verspürt er immer noch einen Groll wegen der Tragödie mit Volt. Ein Volt für alle Fälle. Und du hast angenommen? Meiner Meinung nach hat Kuchinawa recht. Ich bin für den Tod von Orochis und Kuchinawas Eltern verantwortlich. Es gibt keinen Grund, ihm den Wunsch abzuschlagen. Es ist falsch, China. Wenn man dieser Logik folgt, müssten sich viele Bewohner rächen wollen. Es war ein Unfall. Es ist falsch, diesen Groll in sich zu tragen. Es ist, wie Orochi sagt. Ich glaube, dass das Oberhaupt dieses Duell nicht zugelassen hätte. Ich habe Kuchinawa versprochen, dass ich mit ihm stellen würde. Kuchinawa will das Dorf verlassen, unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Weißt du warum? Nur Kriminelle verlassen das Dorf. China, was hat Kuchinawa getan? Dann frage ich den Besucher. Lloyd, weißt du was? Ich möchte meine Beziehung zu China intensivieren. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich nichts darüber sage. Ich weiß nichts darüber. Falls notwendig, wird China Näheres erklären. Es ist nicht an mir, jetzt und hier zu sprechen. Lloyd, danke. Wie du wünschst, Lloyd. Ich werde dem nicht weiter nachgehen. Dann ergib dich zur Insel der Entscheidung. Orochi, bereite das Boot vor. Ja, Oberhaupt. Und wer soll der Beobachter sein? Ich würde gerne Lloyd bitten. Mich? Was ist die Aufgabe des Beobachters? Also gut, Lloyd, begib dich bitte mit ihnen zur Insel der Entscheidung. Wenn ihr bereit seid, lasst es Orochi wissen. Hey, sag mir jetzt endlich, was ein Beobachter macht. Wie wär's mit Beobachten? Diese Wand sieht verdächtig aus. Egal, nach draußen. Ich weiß, man kann durch diese Wand laufen. Blöpp. Hier, hineingehen. Besser man macht den Dingen in deine Hände, als sie mit sich herumzuschleppen. Du schleppst auch gewaltige Dinge mit dir herum. Soll ich dich ein bisschen eunuchisieren? Corinns Glocke, ich hoffe, wir bekommen sie zurück. Ja, das hoffe ich auch. So, wo ist dieser aber? Knutschel. Oh, ein Genis. China, gib nicht auf! Gambare! Heißt Gambare nicht aufgeben? Egal. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Kuchinawa ist bereits auf der Insel. Ich überlasse meinen Bruder dir. Was? Ich dachte China. Okay. Oh, ist das nicht schnuckelig hier? Oh, was für ein Paradies. Müssen wir dieses hier nicht mit Blut beschmutzen? Aus dem Blutfrüchte heraufsteigen werden. Oh! Eine romantische Bootsfahrt. Mit meiner allerliebsten China, mit Ausblicken auf ihre Brüste. Besser kann's nicht kommen. Und sie freut sich schon, den Boden mit Blut vergießen zu dürfen. Eigentlich möchte ich ja lieber mit Cloud. Warum komme ich jetzt auf Cloud? Mit Lloyd gegen kämpfen. China, das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Du willst es also wirklich so haben? Natürlich. Ist er der Beobachter? Ja, Lloyd Irving ist der Beobachter. Was genau macht ein Beobachter denn? Er verfolgt den Kampf und wenn eine Seite aufgibt oder... Oder stirbt, bestätigt der Beobachter das. Na gut. Also dann, los! Wird China dieses Duell gewinnen können oder wird sie schmachvoll untergehen? Erfahrt ihr es in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Fallen Mr. 13 wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bye.